Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Mexiko. Das Rennen steht an 18 Runden, müssen wir hier fahren. Bin da sehr gespannt, weil in Monza mussten wir zum Beispiel nur 13 Runden fahren. Warum wir hier genau 18 Runden fahren müssen, weiß ich auch nicht. Es wird auf jeden Fall super, super spannend. Bitte dran legen, wir müssten eigentlich die Dinge noch wechseln, oder? Ah, wir gehen ein paar Park-Familie-Phase dürfen, deswegen waren wir so langsam. Shit, das haben wir verkackt. Das habe ich richtig verkackt. Ich habe voll vergessen, dass wir die Komponenten wechseln dürfen. Sollen wir uns ganz nach hinten stellen lassen? Aber vielleicht war das genau der Grund, warum wir nicht schnell genug waren. Wir nehmen die Strafe ausnahmsweise mal mit. Wir müssen eh nach hinten. Durch das, dass wir ein paar Komponenten gewechselt haben. Sehr schön. Alles klar. Wir fahren das Rennen mit nur komplett neuen Komponenten. Das heißt Startplatz 22. Das heißt aber auch, wir sollten wieder einen ganz anderen Speed haben als die Tage davor. Von Mexiko, das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert, also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen, die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Stefan Römer, es sind eine Menge talentierter Fahrer auf der Strecke heute. Worauf liegt dein Augenmerk? Heiko, mein Fokus liegt zu 100% auf dem vorderen Teil der Startaufstellung. Dort ist eine hohe Dichte an hochkarätigen Fahrern. Es wird also extrem interessant, den Kampf um den ersten Platz zu erleben. Ich persönlich hoffe auf eine Menge Überholmanöver. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Norris, Carlos Sainz und Perez, Fernando Alonso, Leclerc, Ricciardo und Sebastian Vettel, Gasly, Alexander. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Lance Stroll und Tsunoda, Raikönen, Ocon, Antonio Giovinazzi und Christian Lundgaard, Mick Schumacher, Latifi, Russell und Nikita Mazepin. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ja, das hat's gerade irgendwie vergeigt. Das haben sie gerade irgendwie vergeigt mit den Positionen und so. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Wieso? Wenn die sowieso durchhalten, warum fahren wir dann nicht 10 Runden mit denen? Muss ich mein Team manchmal verstehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Rennen starten, wir sind bereit. Hinter uns ist nichts. Das heißt, wenn wir stehen, geht's Rennen los. Sehr schön. Heißt aber auch, wir haben viel, viel Windschatten. Good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're gonna need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please.
conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Sind noch falsch aufgeführt in der Wertung links oben. Ich bin jetzt gespannt, wie dieses Rennen läuft. Alle stehen, gleich geht's los, der große Preis von Mexiko. Latifi macht nicht zu, Mazepin sind wir schon vorbei. Es ist gar nicht Latifi, es ist Russell. Neben Lundgaard. Boah. Da zieht ein Alpha vollkommen rein. Ja, Lundgaard neben uns auf der 17. Boah, Stroll, der scheißt sich da auch gar nichts, dass er irgendwie ein bisschen Platz machen müsste mal kurz. Wir sind hinter Antonio Giovinazzi. Ich glaube, man könnte durchaus sagen, dass das ein sehr, sehr starker Start war. Was uns jetzt zum Vorteil wird, wir können jetzt hier erstmal hinterherfahren. Also versuchen mit Giovinazzi mitzuhalten. Okay, scheiße. Wir brauchen auf Teufel komm raus. Ist aber schön zu sehen, Stroll hat nämlich auch keine Chance, uns hinterher zu kommen. Wir brauchen auf Teufel komm raus eigentlich das DRS als Hilfe. Die Lücke war da, er touchiert uns nochmal. Er hat uns die Lücke gelassen, wir haben sind in die Lücke hineingestochen. Kriegen dafür ein paar Kratzer am Seitenkasten. Daniel Ricciardo voraus jetzt. Der irgendwie nicht so ganz zurechtkommt mit dem McLaren heute. Und generell das Wochenende über. Doch deutlich langsamer als Giovinazzi gerade unterwegs war. DRS könnte aber jetzt aktiviert werden. Ich habe mit Absicht nicht die andere Reifenstrategie gewählt. Das ist auf der Fall. Boah, ist der Giovinazzi schnell! Ist rechts von uns. Das wird ihm auch nichts bringen. Oh, wir haben jetzt schon eine Sekunde von Daniel Ricciardo weg. Das ist schlecht. Müssen wir wieder rankommen. Jetzt da. Dann haben wir nämlich auch die Hilfe, dass wir da rankommen an Daniel Ricciardo.
durch DRS. Okay. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Kurve, ja, kann man probieren. Diving gegen den Meister of Diving, gegen Daniel Ricciardo. Ich möchte mir jetzt irgendwas melden, dass irgendwas ist. Kann das sein? Wir haben mir, glaube ich, nur gemeldet, dass ein Reifen eben auf 20 oben ist. Jetzt der Sieger des Monster GPs voraus, Sebastian Vettel. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Sonst würde mir das nicht ständig zeigen. Haben wir unser Auto massakriert? Eigentlich nicht. Das ist nur der Reifen vorne links, der deutlich 0% Abnutzung hat als alle anderen. Anzukommen ist jetzt schon eine andere Aufgabe. Wie gesagt, dieser zweite Sektor ist eigentlich unser Ding. Ne, der erste Sektor ist unser Ding, oder? Der erste Sektor. Das muss der erste sein, weil das ist definitiv nicht unser Ding. Wieder zeigt das mir an, hier, mein Freund, du hast Probleme mit deinem linken Vorderrad. Und das stimmt auch. Da lügt die Technik nicht. Wir wissen aber auch, dass wir noch drei Runden haben, bevor wir an die Box kommen. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Zusatzenergie ist alle. Sind nur auf DRS angewiesen gegen Sebastian Vettel. Und das funktioniert. Platz 12. Alex Albon ist zurück auf der Position, wo er hätte starten sollen. Vor ihm jetzt niemand Geringeres als Rivale Esteban Ocon. Das meinst du vielleicht doch nicht in den neuesten Motor drin haben? Wir haben noch eine Runde vor der nächsten Runde, müssen wir ihn kriegen. Das war eine kurze Berührung.
Die Reifen sind genutzt. Drücken wir es so aus. Ja, man merkt es, dass die genutzt sind. Ach echt? Ist dem so. Jeff. Box, box. We're coming in this lap. Ja, wird auch im Flügel offen. Darum jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vor dieser Gerade. Und dann sind wir deutlich näher an ihm dran. Und es ist dasselbe Abstand, wo wir vorhin Vettel geholt haben. Es ist sogar noch weniger. Und es reicht. Es reicht für den Porsche, um sich am Alpine, am ehemaligen Renault vorbeizudrücken. Das heißt, die Inlap sollte gut sein. Es muss jetzt entweder... Es wird zumindest schon mal kein Undercut mehr gegen Esteban Ocon. Ocon müsste zeitgleich reinkommen. Und dann müssten alle Orts in seinem Favor sein, dass er vor Alex Albon wieder rauskommt. Dessen Reifen, by the way, sich praktisch auflösen. Auf der Strecke draußen. 41% links vorne. Das ist mehr, als wir hatten, als wir in Belgien abgeflogen sind. 30% rechts hinten, das geht ja noch. Und da biegen jetzt einige ab. Dass ich auch noch hinten drauf war. Ocon fährt weiter. Ocon fährt weiter. Ist er auf den Soften schnell genug, ist die Frage. Das ist jetzt die große Frage. Hinter uns kommt da gleich wieder raus Hamilton. Ja, nee, ist schon draußen. Alonso und Leclerc. Und da haben wir einiges gespart. Da haben wir einiges gespart. Leute. Na, das geht. Was gut ist, dass wir gleich wieder Windschatten haben. Diesmal aber von Charles Leclerc. Dem Ferrari. Dessen Motor genauso gut funktioniert wie der von Antonio Giovinazzi. Das ist natürlich unschön. Boah. Leclerc da ganz krank auf der Bremse. Zu bleiben. Anstatt von ihm dran zu bleiben, könnte es sein, dass wir auch an Yuki Tsunoda vorbeikommen. Ne, der fährt immer noch. Tsunoda fährt immer noch. Tsunoda übernimmt vorerst mal die Spitze. Lundgaard auf Platz 2. Interessante Taktik. Vor uns ist Sergio Perez. Was ist da denn passiert, dass Perez auf selber Höhe mit uns rauskommt? Da müssen wir aufpassen. Wir schaffen es an Leclerc vorbei. Das ist stark. Das ist eine starke Leistung. Perez, Leclerc, wer ist da noch hinter? Das ist noch ein Ding. Wir sind plötzlich Neunter. Wie haben wir es denn hier vorgeschafft? Wir haben uns einfach immer wieder durchs Feld geflügt. Ich glaube, da hinten müsste Gasly sein, wenn ich das richtig sehe. Das ist Tsunoda. Nee, ich glaube, das ist Gasly. Boah, davon bremsen wir uns jetzt ordentlich. Das ist die Chance für die anderen zwei wieder ranzukommen. Also hier Punkte mitzunehmen wäre zu krass. Ja, da kommen wir ordentlich weit raus. Paris auf jeden Fall auch an Leclerc vorbei. Beim Heimrennen nur Zehnter. Das ist enttäuschend. Gestartet von 6. Weiß nicht, was da passiert ist. Da muss irgendwas in der Box gewesen sein. Die haben nicht alle immens verloren. Mit Perez war vor viel, viel weiter weg. Der Kollege ist jetzt erst in der Boxengasse. Dass wir Sergio halten können, wird ganz knapp. Wichtig ist, dass wir eben hier jetzt den hier ziehen. Innen bleiben. Das
Sainz probiert seinen Move gegen Alonso. Wir sind Siebter. Wir sind wieder der Siebter. Jetzt wäre man plötzlich vorgespult. Status Teamkollege. The drivers we're fighting here are Sainz and Perez. Status Teamkollege. Gap to teammate behind is 5.2 seconds. They're on fresh mediums. They're in 17th. Okay, und den McLaren, das heißt, er kann auch auf 18 zurückfallen. Wie wir auf 7 gekommen sind, keine Ahnung, bitte nicht nachfragen. Wir haben unsere Reifen sehr geschändet. So viel kann ich verraten. Und jetzt jagen wir zwei Spanier. Und der dritte Spanischsprachige ist hinter uns. Mit Sergio Perez. Extra Boost, Perez kommt. Uns hier wenig Möglichkeiten. Was ein Vierkampf! Alonso, Albon, Perez, ist da Leclerc? Ja, Leclerc ist auch noch mit dabei, das ist ein Fünfkampf. Mit verschiedenen Autos des Feldes. Das ist gigantisch. Geiles Rennen. Perez verliert den Platz gegen Leclerc, das heißt jetzt vor uns und hinter uns ein Ferrari. Jetzt gibt es ein Safety Car. Jetzt gibt es ein Safety Car, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Irgendjemand ist abgeflogen. Ist dein Auto okay? Ja, Lundgrens Auto ist okay. Warum Kimi da schief steht? Keine Ahnung. Da, wo er steht, ist ungünstig. Da brauchen wir schon mal nicht drüber diskutieren. Darf keine überholen, das heißt natürlich Leclerc und Perez kommen wieder an uns ran. Wir haben auch nochmal die Chance, dass wir gegen Sainz und Alonso ausholen. Und dass wir viel Energie sparen und das ist richtig wichtig jetzt. 113 von 18. Kimi fährt wieder. Hat sich schon gedreht. Status Teamkollege. Teammate by 15.3 seconds. They're on fresh mediums. They're in 16th. The time last lap was a 1:23.2. Meine Nase juckt. Vor mir fliegt die ganze Zeit so eine blöde Fruchtfliege rum. In London droht es noch niemand. Wichtig ist, dass die Außentemperatur der Reifen gut bleibt jetzt. Da vorne sehe ich einen Mercedes auf 5. Wer führt das Rennen eigentlich an? Verstappen, Mercedes. Dann ein McLaren. Dann ein Mercedes. Wer führt? Copy that. Das ist vielleicht nicht schlecht, so können wir auch einfach nur nachfragen zu können, wer vorne ist. Oder so die Top 5 mal aufsagen.
catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Die Reifen irgendwie auf Temperatur zu halten, ohne sie gleichzeitig kaputt zu machen. Für mich kommt das jetzt eh rein, diese Runde. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Sofort, okay, sonst haben wir da gegen Leclerc gleich keine Chance. Und die haben wir so schon nicht. DRS ist noch nicht freigegeben. Gelbe. Oh, der scheidet aus. Sainz ist weg. Und somit rutschen wir auf Platz 6 nach vorne. Gelbe Flagge. Sainz ist raus aus dem Rennen. Oh ne, Sainz ist noch in den anderen Abschnitt reingerollt. Und ein McLaren ist auf 2 und das ist Lando Norris. Aber wir haben schon sau viel Glück hier teilweise auch. So wie es uns hier immer nach vorne spielt. Gut, Alonso Alpine braucht auch nicht reden auf 5. In dem Auto ist ein Wunder. Perez hat es beim Boxenstopp verkackt. Ein Ferrari ist weg. Der zweite, ja, der war halt vor uns, wo wir reingefahren sind. Wir hatten Glück, ein bisschen aufgehalten wurde in der Box. Und jetzt versuchen wir halt irgendwie, dass wir das hinkriegen, dass wir das über die Zeit retten. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Caution, caution. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Max vorne weg, problemlos. Ja, da waren wir auch schon in Reichweite zu überholen. Macht's aber gut, hält uns, oh, hält uns hier schön weg. Und die Curbs grüßen uns wieder mal. So wie ich es gar nicht gerne habe, wenn sie uns so grüßen. Wow. Wenn das Menü aufgeht, kriege ich mittlerweile schon Koller. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Alonso 1,4 Sekunden weg. Unsere Reifen leben alleine. Perez greift jetzt Leclerc an. Perez auf der 7 im Heimrennen. Der will natürlich jetzt unseren 6. Platz, klar. Das sind 8 Punkte für Red Bull, die er hier mitnehmen könnte, wenn er sie kriegt. Im Heimrennen nur auf Platz 6. Das ist okay, aber trotzdem... Perez kommt. Wir haben nur noch 2 Runden. Das heißt Konzentration. Sind wir an Fernando auch wieder dran. Und vielleicht haben wir Glück hier. Also so wie die Reifen sich jetzt schon melden bei uns. 28%, bitte verlangsamer. Es tut uns nicht gut. Ja genau. Leck mich, Reifen.
versuchen unser Bestes, dass wir irgendwie auf Teufel komm raus dranbleiben. Anfang an Leute und so. Der uns das Leben wortwörtlich zur Hölle macht, muss ich jetzt einfach mal kurz so sagen. Der fährt sauschnell, der Spanier. In diesem beschissen, hässlichen Alpin. Komm schon. Das ist unsere letzte Chance hier vielleicht. Soll er dann nah genug an den Alpinen rankommen? Nein. Und das war, glaube ich, Sergio Perez. Können wir uns noch mal anschauen, aber da hat uns jemand bösartig quergestellt gerade. Jawohl, ohne jegliche Chance, Perez voll ins Auto rein. Haben wir doch noch mal eine andere, das ist eine super Lage von hier drin. Wir sehen nur hier, jetzt haben wir die Chance. Und zack, trifft er hinten ins Auto. Bitter, bitter, Perez killt uns. Der Homeboy killt uns die Chance. Zack. Der Homeboy killt uns die Chance auf den fünften Platz. Wir waren dran an Fernando Alonso. Und hier war es vorbei. Vor allem, wir haben wirklich wieder Glück gehabt, weil das ist ein Punkt, wenn er den blöd trifft. Zack, aufgeschlitzte Reifen, dann ist das Rennen vorbei. Oh Mann, Sergio Perez. Der Kontakt wäre nicht nötig gewesen. Dieser Kontakt wäre nicht nötig gewesen. Alonso natürlich jetzt auf und davon. Perez minimal hinter uns. Wir müssen jetzt auf die Reifen aufpassen. Die natürlich jetzt 32% haben, die jetzt natürlich richtig geschädigt sind. Perez wieder davon gekommen ohne Strafe. Feuerwerk. Für den Sieger Max Verstappen im Red Bull. Und wir holen uns Platz 6 in Mexiko. Hätte auch 5 sein können, wenn uns hier dieser andere Red Bull nicht abgeschossen hätte. Fahrer des Tages von 22 auf Platz 6. Taktisch. Gut gemacht. Wir sind zur richtigen Zeit in die Box gekommen. Die Gruppe nach uns hat Haufen Zeit verloren in der Box. Großer Fehler bei Perez und Leclerc beim Boxenstopp. Und dann natürlich der Motorschaden von Sainz kam uns natürlich total entgegen. Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann.
Dann können wir schon ganz zufrieden sein mit dem Rennen. Mal wieder. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Alexander. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Wenn wir uns dann die Dinge mal anschauen am Ende, die Tabelle, Ocon auf der 13, der hätte den Platz noch verlieren können gegen Lundgaard. Lundgaard 14, Vettel auf der 15, Ricciardo auf der 16. Dann ein paar Leute nochmal durch diesen Crash Position verloren. Ricciardo sogar mit einer Zeitstrafe. Räikkönen auf 21 und Carlos Sainz ausgeschieden, DNF. Natürlich ärgerlich für ihn. Und bei uns wäre natürlich auch mehr drin gewesen, hätte uns Perez eben nicht nochmal abgeschossen. Schauen wir uns die Highlights an des Rennens. Ich glaube, von ganz hinten zu starten war in dem Fall nicht schlecht. Du hast hier super Windschatten, den du nutzen kannst, wenn du dich, wenn du es richtig anstellst und wenn das Boot das nicht nutzt eigentlich. Ich bin schon auf Platz 2. Komplettes Chaos hier beim Start. Mit der Lundgaard in diese Kurve reingegangen. Ohne dass wir uns gegenseitig abschießen. Die zwei Grünen zusammen schauen gut aus. Auf 17 und 18. Erstmal den Windschatten von Christian genutzt. Vorbei, zack, vorbei an Kimi. Und vorbei an Stroll. Dann war Giovinazzi vor uns. Der war dann nicht so einfach einzuholen. Das wäre natürlich klasse, eine wunderschöne Szene hier. Runde 2, da haben wir uns dann langsam an Giovinazzi reingetastet. Von Runde 4, das war dann die Attacke gegen Daniel Ricciardo. War dann ein Vorfall hier mit Sergio Perez. Der auch Gasly noch an Leclerc vorbeigewunden hat. Ist natürlich ein ärgerlicher Vorfall gewesen, ganz klar. Schauen wir uns die Rangliste an. Und dann sehen wir es, wir sind wieder auf Platz 7, 36 Punkte, 4 Punkte vor Vettel, Leclerc hinter uns, Perez 10 Punkte vor uns, den wir haben nicht einholen können. Aber ich glaube, wir haben viel Dusel gehabt diese Saison, sehr viel Dusel, was Punkte anging. Angefangen vom ersten Rennen bis jetzt. Immer, wenn jemand vor uns war, wo wir Probleme hatten mit dem Einholen, ausgeschieden, Safety-Car-Phase, etc. Wir haben immer irgendwie so viel Glück gehabt, dass wir schneller vorangekommen sind. Und im Team sind wir wieder vorbei an AlphaTauri. Wir sind punktgleich mit AlphaTauri auf Platz 6. Das heißt, zu alten Zeiten wäre Startnummer 11 und 12 gewesen. AlphaTauri 14, 15. Ja, Renault mit 16, 17 ein bisschen weit hinten, aber auch nur 24 Punkten. Also hat Alonso zwar wieder einen guten Beitrag geleistet mit den Punkten, aber es reicht halt nicht.
es reicht halt nicht. Und wir haben zwei Fahrer und es punktet eigentlich nur Alonso, weil Ocon hat 4 Punkte. Bisschen wenig, aber gut. Das war's aus Mexiko. Ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Ich kann ganz zufrieden sein. Hoffe jetzt einfach, dass das genau so passt, wenn es so weitergeht. Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Ja. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Klasse, das war dann alles. Zu Hause habe ich keine Kommentare. So, 416,1k. Geld, das wir brauchen. Tja, man stelle sich vor, Kimi würde jetzt noch in diesem Auto sitzen. Ich glaube, dann wird die Saison ganz gut ausschauen. So. Nächster Grand Prix vor der Tür. Sao Paulo. Und ab jetzt müssen wir auch Geld sparen. Ab jetzt kommt nichts mehr. Wir müssen auch Punkte sparen und Coca G. Mal gucken, wie es die letzten zwei Rennen so wird. Ich bin sehr gespannt. Brasilien, Kurs, den ich sehr gerne mag, wo man es da sehr schlecht überholen kann an manchen Stellen, aber dennoch, Australien kommt danach auch noch und das sind zwei super witzige Rennen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao mit V, wir sehen uns hier bei F1 2021.